Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Wir befinden uns gerade auf Usedom und machen hier einen Kurztrip. Unter anderem, um ein bisschen Urlaub zu machen, um abzuschalten. Und es war perfekt, ich konnte es verbinden mit dem Herrn Gonzo, dass er mich tätowiert. Denn er ist zufälligerweise auch hier. Ich hoffe, er sagt jetzt nicht ab, Alter. Nicht, dass ich jetzt hier gerade irgendeine Scheiße quatsche und dann sagt er mir ab und dann geht's doch nicht. Auf jeden Fall werde ich hier auf der Insel auch noch tätowiert. Und das werden wir natürlich auch noch mitfilmen, solange er nichts dagegen hat. Ich werde ihn vorher natürlich fragen, aber ne, das Intro muss es ja irgendwie geben. Und da kann man jetzt auch mal, da muss ich vorher alles sagen, meine ich. So, ich werde die Koffer hochbringen. Bin gerade ein bisschen durch den Wind, denn ich habe gerade in einem Restaurant gegessen, was gleichzeitig ein Hotel ist. Scheiße, das wäre Rufmord. Kann ich nicht machen. Also löschen. Auf jeden Fall war ich da gerade essen und, beziehungsweise wir. Und ja, wie soll ich sagen, war eigentlich relativ scheiße. Auf gut Deutsch sage ich jetzt mal dazu. Hat mega kacke geschmeckt. Ich habe Rindertatar gehabt. So, ich musste gerade Stopp machen, denn ich war gerade total geflasht, denn hier auf Usedom war ein Engländer. Und ich war sehr verwirrt. Ach, er kommt gerade wieder. So, musste gerade nochmal abbrechen. Jetzt kann ich wieder reden, weil, wie soll ich... Was ist denn das? Warum ist das hier so schwarz? Ist das Beard? Alter, mir wächst endlich ein Bart. Kein Kind mehr. Nein, ich musste gerade nochmal ausmachen, weil ich will nicht, dass er gefilmt wird, nicht, dass er hier rummeckert. Ihr wisst ja, wie Engländer sind. Ist eigentlich kein Engländer, sieht aber so aus. Und da hinten ist er schon wieder. Scheiße. Ach, verdammt, jetzt ist er doch drauf. Na egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, das Essen war richtig schlecht. Richtig zum Kotzen. Hat alles kacke geschmeckt, was wir hatten. Tomatensauce, die mega süß war, wie als würdest du Apfelmus essen, ist ein Albtraum. So, jedenfalls gehen wir jetzt nach oben und checken. Erstmal muss ich hier den Schleppesel machen. Und dann zeige ich euch mal die Bude, würde ich sagen. Und dann gehen wir entweder zum Strand oder wir gehen erstmal einkaufen. Ja, würde ich sagen, bleibt dran. Und die Leute denken bestimmt, ich baste hier eine Bombe im Urlaub oder sowas, weil ich hier so viel Elektrozeug dabei habe. Ich habe natürlich alles mitgenommen, Rechner, weil hier WLAN zur Verfügung ist und meine Drohne. Ich weiß, man darf hier mit der Drohne nicht fliegen. Ich habe sie auch nur dabei, weil ich sie gerne um mich habe. Spaß beiseite. Wird Zeit, die Koffer noch umzubringen. Man merkt schon wieder, ich drücke mich dagegen. Ich drücke mich dagegen, ich drücke mich davor. So, jetzt habe ich es. Weißt du, Deutsch bei Sascha, na, nicht so gut. So, Freunde der Sonne, ich muss noch ganz schnell die Nummer 26 ins Auto legen. Und zwar hier so eine Art, Parkscheibe, damit man auf dem richtigen Parkplatz steht. Denn ich stand gerade eben natürlich auf einem anderen Parkplatz und da hat sich natürlich jemand beschwert. Aber ich wusste ja nicht, dass man hier nach der Nummer eingeordnet wird. Auf jeden Fall, was wollte ich noch mal kurz zum Essen sagen? Ihr wisst ja, Essen ist meine Leidenschaft. Ich habe mal ein deutsches Gericht gewählt gehabt und zwar Spinat. Knödel mit so einer Pfefferling. Jetzt kommt irgendwie nämlich ins Spiel. Schreibt mal in die Kommentare, weil das heißt ja eigentlich Pfifferlinge. Aber warum sagt man Pfefferlinge? Oder sagt man Pfifferlinge und ich sag die ganze Zeit aus Versehen immer Pfefferlinge? Schreibt mal in die Kommentare, wie das nochmal richtig ist. Ich habe keine Ahnung, weil irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Jedenfalls habe ich zu der Frau gesagt, ich will Spinatknödel mit Pfefferlinge. Und ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, weil heißt ja eigentlich, glaube ich, Pfefferlinge, meiner Meinung nach. Ich habe mein ganzes Leben lang Pfefferlinge gesagt. Was ist da los? Auf jeden Fall schmeckt das scheiße und ich glaube, ich muss gleich kacken. Viele wundern sich wieder, warum ich hier mit so einer Cam rumlaufe. Die denken sich wieder, Mann, ist das für ein Trottel. Aber da muss ich mich langsam mal dran gewöhnen. Denn so langsam läuft ein bisschen mit YouTube. Da muss man, also will ich jetzt sagen, gibt ein paar Zuschauer und sowas, ne? Deswegen immer am Ball bleiben. Noch ist ein bisschen peinlich. So, dann starten wir mal die Roomtour. Ach scheiße, ich muss ja noch klopfen bei der Dame, damit die auf ihren Parkplatz kann. Aber wir müssen das noch kurz aufmachen. Oder auch nicht. Komm, wir gehen jetzt mal klopfen. Ah. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe vergessen zu klopfen. Ich gehe jetzt mal klopfen. Ist das überhaupt hier auf der Etage? Nee, ich glaube weiter links. Ja, das ist mir schon klar. Ich meine, aber ist es auf der Etage oder in Höhe? Weiß ich nicht. Hier gucken. Ich glaube aber auf der... Die einfach klopfen, hat sie gesagt. War einfach. Klopf einfach. Gut. Einfach gegen. Welcome to MTV Cribs. Yo, my loved. My loved. So, wir checken mal kurz aus, was wir hier alles haben. Und zwar einmal zum einen eine Sauna, ja, gerade entdeckt. Unglaublicher Vorfall. Da werde ich tatsächlich heute zum ersten Mal in meinem Leben reingehen. Also ich war schon mal in der Sauna, weil ich habe ja festgestellt, dass es mir nicht gut tut. Aber ich gucke jetzt nochmal, ob es mir wirklich nicht gut tut. So, dann haben wir hier eine Dusche. Ganz einfach, ganz normal.
Also ich muss kurz meinen alten Job nochmal abchecken. Der Handtuchradiator, muss ich erstmal gucken, ob er gerade ist. Warte kurz. Ja, ist gerade, alles gut. So, Waschbecken, Toilette zum Kacken, wo ich gleich raufgehe. So, gehen wir weiter. Hier Flur. Hier haben wir noch vom Blair Witch Project aus dem Wald so eine Holzmarionette, sage ich jetzt mal dazu. Achso, hier ist noch Ostern. Wir haben jetzt fast August, aber es ist noch Ostern. So, hier haben wir einen wunderschönen Spiegel. Hier haben wir einen Kalender mit Usedom-Bildern drauf, wie ich sehen kann. Oh ja, oh, das ist aber krass. Oh, ein geiles Tattoo-Motiv. So, hier haben wir einen schrägen Bilderrahmen. Was ist denn das hier? Ach, guck mal, hier ist noch eine Kammer. Können wir Grace einsperren? Guck mal. Alter, ist ja riesengroß hier drinnen nochmal. Eine halbe Disco. So, haben wir das denn noch? Papa, was hast du gesagt? Papa hat hier unten so eine Kammer gefunden. Da kannst du rein. Oh nein. Na, hier in die Kammer, wenn du böse bist. Hier hast du ein eigenes ich Zimmer. Ein eigenes Zimmer. Grace, guck mal von oben runter. Gracie, geh mal hier rein. An die Gitter und guck mal runter. Zu Papa, geh mal auf Zehenspitzen. Damit sie drüber gucken kann ich. Grace, siehst du mich? Ja. Da ist sie ja. Hallo Grace, da oben ist Grace. Da steht sie. Da oben ist dein eigenes Zimmer, ne? Ja? Oh, zeigen wir gleich, ne? So, jedenfalls, ach ja, hier ist Treppe um Erdgeschoss nach oben. Da befinden sich so die Räume zum Pennen und so. Hier kommen wir jetzt in die Küche. Also das ist eine offene Küche. Das muss ich sagen, gefällt mir persönlich am meisten sowas. Selbst wenn ich jetzt ein eigenes Haus bauen würde oder eine Wohnung habe, die ich selbst gestalten könnte und die mir gehören würde, würde ich definitiv eine offene Küche wählen. So, haben wir alles, was wir brauchen. Ja, hier Holz und so ist halt ein bisschen ältere Optik. Ja, wo ist eigentlich der Kühlschrank? Ach, sehr gut. Haben wir auch ein Eisfach? Ja, läuft doch. Alles da. Oh, hier. Messer. Und ja, Kochwerkzeug, denn das ist hier sozusagen mit Selbstverpflegung. Finde ich natürlich persönlich am geilsten mittlerweile. Wegen dann weiß ich, was ich spachtel, ne? Und nicht so wie gerade eben im Restaurant, wo ich mir denke so, oh, gleich muss ich kecken. So, hier haben wir noch so einen Ofen. Nee, Kamin meine ich. Hier so möchte gern Kamin. Ein bisschen Attrappe. Hier haben wir noch ja, Fernseher. Ich glaube, das werden wir, wenn wir abends gucken, wenn die Kinder schlafen. Aber da werden wir, glaube ich, nicht so krass zu kommen, weil wir eigentlich nur unterwegs sind und fertig sind und morgens aufstehen wollen und zum Strand und immer so weiter und so fort. So, und ich werde noch die Drohne starten. Ach nee, scheiße, ich habe ja gesagt, ich starte nicht. Ich werde natürlich nicht die Drohne starten, sondern nur bei mir haben, an meiner Seite. Denn ich mag es, wenn sie neben mir ist, denn die hält mich warm. So. Hier ist Couch, kann man ein bisschen chillen. Dann ist hier der Balkon mit Strandkorb und so. Ich hatte es nicht gedacht, aber hier ist es echt verdammt warm. Warte mal, ich muss mal die Kamera, die Befestigung hier festdrehen. So, jetzt habe ich es richtig festgemacht. Ja, muss ich sagen, ist relativ warm hier. So, wir gehen jetzt mal nach oben. So, da haben wir nochmal so einen Flur mit einem Schreibtisch, wo Sascha arbeiten kann. So, dann haben wir hier Schlafzimmer oder Kinderzimmer, wie auch immer. Ich denke mal, das wird aber das Kinderzimmer, weil auf der anderen Seite ist nämlich noch eine Terrasse, nee, Balkon, so, Balkonien. Haben wir hier Schränke, wo man alle drei machen kann. Wisst ihr, was mir auffällt? Das haben die nicht. Die haben kein Tresor. Ist natürlich ein Albtraum. Naja, gut, das haben wir hier alles, ja. Einfach nur zum Pennen, ohne Fernseher, Albtraum. So, gucken wir mal nochmal drüben. Und, also, das ist auch nochmal ein Zimmer und das war's da. Ah, nee, Quatsch! Hier haben wir nochmal ein Bett. So, ja. Gästebad, falls wir Besuch kriegen. So, da kann man nochmal duschen gehen. Ja. Haben wir.
So, gucken wir nochmal im letzten Zimmer und das war's dann auch. So, hier ist Gracie, die packt schon ihre Sachen rein. Oh, ist ja eingeschlafen. Oh, Mausi hat Fieber, genau am Reisetag, nee, Ankunft. Einen Tag davor. Genau, einen Tag davor hat sie Fieber bekommen. Ist natürlich wieder sehr geil, aber das ist so unser Urlaubsglück. Denn wenn ihr mal in den YouTube-Videos durchstöbert, alles, die ganze komplette Reihe von, wo waren wir nochmal? In Malaga. Dann könnt ihr sehen, dass uns da auch schon was ganz Schlimmes passiert ist. Davor schon, es passiert immer irgendwas. Also ich sag nur, Ausweis vergessen in Malaga. Für ein Video? Ja. Für mich? Für YouTube. Für mich? Ne, was heißt für dich? Du bist dann auch dabei. Mit der Glocke. Kannst du ja mal kurz was sagen? Ja. Sag mal das mit der Glocke. Ist ganz wichtig. Glocke. Nee, dein Spruch, das sagst du doch sonst immer. Was. So wie du es, glaube ich, bei Ava siehst. Ja, genau, wie es bei Ava siehst. Sag mal kurz. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen für Kinder. Klickt auf der Glocke. Ja. Aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Und einen Daumen nicht vergessen, ne, nach oben. Mhm. Wenn ihr es nicht schafft, schreibt einfach nicht in der Kommentare. Wenn ihr es doch schafft, schreibt in der Kommentare. Genau, richtig. Also wenn ihr es schafft, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr es nicht schafft, schreibt nicht in die Kommentare. So, ja, hier ist das andere Zimmer. Mir ist übrigens aufgefallen, die haben keinen Tresor. Oh. Das ist natürlich nicht so cool, weil das ist eine polnische Anlage. Da will ich natürlich nichts gegen die Polen sagen, aber ihr wisst ja, ne, was man sagt zu den Polen. Die klauen sehr gerne. Ich glaube, das schneide ich lieber raus. So. So, hier haben wir nochmal einen Balkon. Das ist jetzt aber Grace Zimmer. Ach, das ist jetzt Grace Zimmer? Oh. Mein Balkon. Ach, dann ist das jetzt hier also Grace Zimmer. Und dein Balkon. Ach, dein Balkon, dein eigener. Mensch, Prinzessin, bist du ja schon abgehoben, ne? Ja. So. Und von hier oben können wir dann auch wunderbar da hinten das schöne Auto sehen. Ist natürlich auf diesem Platz hier das Ganze. So. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem ersten Video. Und ja. Noch muss ich kurz was zeigen. Ich habe eine Kundin. Warte. Ich habe es mal sehr schön mit meinem Namen. Ich muss kurz überlegen. Nicht Ronja. Silke. Silke von Ronja. Die aus Blankenfelde kommt. Der habe ich das tätowiert. Diese Hände hier. Ist ein heftiges Bild übrigens. An dieser Stelle bis deine Antenne und Baby schläft.